So, liebe Leute, welcome back. Euer Verbergen ist wieder am Mikrofon in Formel 1. Heute ist Amerika dran. USA, richtig gut reingestartet. Bin ganz zufrieden, wie es gelaufen ist. Hallo, ich möchte dir nur die Erwartungen des Teams fürs Rennen mitteilen. Viel Glück. Ja, ich bin als Zehnter gestartet. Also ich starte als Zehnter. Im Qualifying bin ich, oder nach dem Qualifying, im Rennen jetzt als Zehnter bin ich zufrieden. Freue mich jetzt aufs Rennen. Gehen wir gleich mal rein, würde ich sagen. Obwohl die Strecke mir jetzt gar nicht so liegt. Finde ich irgendwie geil. Mit Meister, doch, auf Meister hat es jetzt den richtigen Touch, finde ich, ne? Die launische Up-and-Down-Liebesbeziehung der USA zur Formel 1 endlich zu beruhigen, was wir nicht zuletzt der Fertigstellung dieser wunderbaren Strecke in Texas zu verdanken haben. Seitdem durften wir hier aufregende Rennen erleben, darunter auch die Entscheidung in der WM 2015, als Lewis Hamilton sich vorzeitig den Titel sicherte. Ja, das USA ist ja jetzt nicht so, ne, das, das Land mit der größten Beliebtheit, was Formel 1 angeht. 18 Runden. Alonso, Valtteri Bottas und Vettel. Hamilton, Ricciardo, Raikkonen und ein Sauber. Button, Quert, Carlos. Sehr schön. Bisschen Sauber wollte ich eigentlich nur laufen lassen. Schön im Mittelfeld sind wir heute. Rennstrategie kurz reinkicken. Ja, so machen wir das. Ganz geschillt. Und los. Schön trockenes Wetter. Gucken wir mal. Jeden Gang zu schalten. Wir müssen vor dem Start sicher gehen, dass die Kupplung funktioniert. Wir sollten die Reifen und Bremsen auf Betriebstemperatur bringen. Aber der Motor darf nicht zu heiß werden. Also passe auf, dass die Drehzahl nicht zu hoch wird. Mach ich. Ach, die Drehzahl darf nicht zu hoch werden. Aha. 90 Grad hat mein Motor. Wird er noch heißer? 91, 92. Ich habe aber ein paar mehr Gänge als 5, ne? In jedem Gang soll ich schalten. Letztens hatte ich im Livestream auf Suzuka wieder einen richtig schönen Getriebefehler. Einen Getriebeschaden. Da springen die, die einzelnen Gänge immer raus. Da musst du dann per Hand nachsteuern. Wäre halt schön, wenn du... Wäre halt schön, wenn er auch mal ein bisschen fahren würde, dass ich nochmal hochschalten kann. Jetzt habe ich ihn überholt. Naja, ist ja egal. Ne? Aber noch ein bisschen höher, komm. Ah, hier haben wir noch lange Gerade, da geht ein bisschen was. So. Das ist ja schon der Ricardo. Den soll ich schlagen, ne? Der startet auf 8. Gut, ich fände es, wenn ich ganz ehrlich bin, Leute, ich fände es eigentlich schon toll, wenn ich das Rennen als 10. beenden könnte auf meinem Platz. Muss ich ganz ehrlich sagen. Das wäre für mich eigentlich schon ein Highlight. Und das versuche ich irgendwie durchzusetzen oder durchzukriegen über die Renndistanz. Betriebstemperatur für die Bremsen. Müssen sie mal anzeigen, ob man das geschafft hat. Müssen noch mal extra Bonus geben dafür, ne? So. Boah, Panik pur. Richtig schön im Mittelfeld bin ich. Da ist er Raikkonen. Mit dem Ferrari. Schön sieht's aus, ne? Hat schon teilweise richtig stylisch. Die Startampel im Auge. Die Startsequenz beginnt, sobald alle Fahrer in Position sind. Bereite dich aufs Kuppeln vor. Alles gut. Kamera läuft da oben links. Okay, Daumen drücken. Flügel muss ganz bleiben. Da durch in die Mitte? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich war außen. Okay. Wow. Bitte nicht. Okay, alles gut, alles gut, alles gut. Wow. Da hat sich einer gleich rausgedreht. Habt ihr das gesehen?
Ich fahre gleich von Anfang an auf Fett, damit ich hier hinterherkomme. Boah! Das ging nicht so einfach wie im Training oder im Qualifying. Okay, ruhig bleiben, ruhig. Ich habe so Panik, warum habe ich so viel Panik? Warum bin ich so nervös? Fahr doch einmal deinen Stiefel nochmal zu Ende, Bergi. Stress dich nicht so. Schön Abstand aufgebaut. Bisschen Windschatten vielleicht. Wenn ich halt noch die Supersoften drauf habe, wollte ich noch ein bisschen Fett fahren. So ein, zwei Runden jetzt zum Start, ne, damit ich hinterherkomme. Und dann wechsle ich später. Muss ich kurz vom Gas? Okay. Kommt ja nicht so sauber rum wie die anderen, aber das macht ja nichts. Ich muss ja nicht alles können, was die anderen können. Einen guten Platz habe ich rausgeholt durch den Start, aber... Gut. Hier würde es sich wirklich anbieten, mit Soften zu starten und zum Ende des Rennens halt eben die Supersoften drauf zu knallen. Da war der Fehler. Oh, scheiße. Ich sage ja, Konzentration ist nicht so meine, oder Beständigkeit ist nicht so meine Stärke. Kleiner Fehler wieder und schon rastest du in der Kurve aus. Ich bin sie jetzt im Training. Und im Qualifying bin ich sie wirklich zigmal super gefahren. Und ich wusste aber, dass die so ihre liebe Not hat, die Strecke. Also die Schikane da, ne, mit diesen vielen S-Kurven. Wenn du da ein bisschen blöd einlenkst oder einfährst, kommst du da nicht zügig rum. Oder zumindest nicht so, wie es gedacht ist. Egal, das erzähle ich euch. Ihr wisst es ja selber auch am besten, wie das ist. Okay, die halten sich zum Glück ein bisschen auf. Da komme ich halt nochmal ran. Ich will ja meinen 10. Platz verteidigen. Das ist ja das A und O. Aber das kann ich am besten, wenn ich natürlich hier dran bleibe an dem Pulk. Weil ich dann eben auch im Windschatten mitfahren kann, ne? Ein bisschen. Sind meine Reifen schon im Arsch? Ne. Aber ich komme nicht mehr so zügig rum hier. Jetzt. Diesmal habe ich es geschafft. Das war gut. Aber nicht gut genug. Weiter. So, jetzt DRS. Alles klar. Ach, halt der Mund. Ich guck mir das gar nicht an. Das macht mich einfach nur verrückt. Diese ganzen Einstellungen immer während des Rennens. Komm, jetzt nimm nochmal die Schikane. Richtig geil, Bergi, komm. Ja, schlecht. Zum Glück nur Verwarnung. Sektorabschnitt Bestzeit. Ich sag ja, da kannst du Zeiten rausholen. Das ist abartig. Dass ich mal vielleicht auf der Geraden in den Windschatten komme, ne? Dann könnte ein bisschen was gehen. Dass ich mitfahre. Also das ist, ich muss sie ja nicht überholen, aber mitfahren will ich halt da vorne. Und das kann ich sie auch überholen. Das ist ja nicht wurscht. So, jetzt. Die haben alle DRS. Die haben alle DRS und Windschatten. Da passiert nicht viel, ne? Irgendeiner muss langsam werden. Weil ich schon gebremst habe. Weil ich das hier schon wieder sehe, was hier abgeht. Ja, voll geschnitten. Aber egal. Wow. Warum musst du mir denn jetzt? Das ist doch scheiße. Oh, du blöder Idiot. Habt ihr das gesehen, wie er sich rausgedreht hat? Ich weiß nicht, ob ich hier jetzt... Ich komme hier nicht mehr rum, jetzt orange. Orange ist ein Ticken zu viel. Hol ich mir einen neuen. Ist doch alles gut. Hätte ich jetzt auf M schalten müssen? Komme ich mit den S-Reifen durch? Drück mir die Daumen. Das wird ein harter Tobak. Ich will nur einen Boxenstopp machen, wenn ich schon den Flügel wechsle.
Oh, da dreht er sich genau in mich rein. Dann hätte er auch unsichtbar werden können, ne? Das wäre toll geworden. Aber den anderen habe ich auch ziemlich geschnitten. So, jetzt habe ich freie Fahrt. Jetzt kann ich mich hier verhalten wie die Wildsau. Wunderbar. Okay, dann machen wir mal. Natürlich auf Standard zurück. So. Und rum da, jawohl. Boah, ist die große Frage, schaffe ich das mit denen zu Ende zu fahren? Ich bete darum, ansonsten ist es sehr ärgerlich. Noch einen Flügel hole ich mir auf keinen Fall. Aber es wurde ja von euch auch empfohlen, ich soll rausfahren, sobald der Flügel kaputt ist. Ansonsten kann ich die Zeiten halt nicht mehr halten. Deswegen habe ich es jetzt auch gemacht. Dass es jetzt ein Fehler war. Ich hätte auf M ausschalten können. Wäre jetzt auch kein Problem gewesen. Aber mein Auto kann jetzt schon ein bisschen was. Ne? Ich bin da echt mitgefahren mit den Jungs. Oh, viel zu eng eingefahren. Was mache ich denn? Ah, jetzt werde ich ein bisschen fahrlässig. Was kostet mich noch mehr Profil? Ich muss jetzt einfach versuchen, mal sauber zu fahren. Dann brauche ich auch nicht so viel Verschleiß einrechnen. Naja, alles gut. Das ist ja wohl kein Problem, aber ich sage ja, das große Problem ist einfach überholen. Ne? Das ist das A und O. Wann überholst du? Ja, du bist ja auf der Geraden, ne? Bestzeit, oder? Oder die persönliche Bestzeit? Das Wetter sollte trocken bleiben. Wir halten nicht überhebliche Wetterwechsel auf dem Laufenden. Du hast halt, was viele auch schon erzählt haben, ist, dass man halt eben mit dem Controller grundsätzlich einen höheren Reifenverschleiß hat als mit dem Lenkrad. Allein das schon, weil man ja eben, weil die Lenkungen oder die Bewegungen halt so ruckartig sind. Oder ruckartiger zumindest, als das mit dem Lenkrad der Fall ist. Wir haben Benzinüberschuss für etwa eine zusätzliche Runde. Damit kannst du nicht ewig. Ich weiß. Das hebe ich mir noch ein bisschen auf, mein Freund. Okay. Ja, man muss ja dazu sagen, ich habe halt jetzt den Flügelwechsel gehabt. Ne? Das sind halt ein paar Sekunden, die muss ich irgendwie entweder rausfahren oder ein bisschen geschnitten. Da sind sie alle. Okay, das sind ein paar Plätze. Also, um die überholen komme ich nicht drum herum. Natürlich jetzt super scheiße, dass in meinem besten Abschnitt Gegner vor mir sind, die ich überholen müsste, theoretisch. So, komm. Auf der Geraden jetzt. Hab schon Fett drin. Zwei oder ein? Zwei. Boah. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 1,1 Sekunden. Sektorbestzeit. Komm, den hol ich mir auch noch da vorne. Der Eriks, na jo. Der kann doch nix. Muss
aufpassen wegen Benzin. Okay, da geht der nächste an die Box. Sehr schön. Da sind nochmal 4-5 Plätze. Okay, meine alte Position habe ich wieder. Alles, was ich jetzt rausfahre, wenn ich nicht mehr an die Box muss. Auf der Geraden hole ich ihn, ne? Oder schon in der Kurve? Weiß ich nicht. Nee. Nee, gerade. So, fett bitte. Sehr schön. Sehr schön und sauber. Komm schon, da geht noch ein bisschen was. Komm nicht richtig weg jetzt bei dem, ne? Beim Eriksen. Okay, jetzt drück, jawohl. Schön außen. Und Gas. Sehr gut. War eine richtig gute Runde, würde ich mal behaupten. Wenn ich jetzt noch schön durch diese schnelle Schikane komme, bin ich auch an den nächsten dran, ne? An den nächsten Plätzen. Weil da verliert die KI ein bisschen, aber ich muss es selber hinkriegen. Das ist nun wirklich auch nicht das Leichteste. Ah, schon falsch. Das war's. Ich sag's eben noch und dann mache ich so einen Fehler. Ja. Schade. Ihr habt schon gesehen, ne? Das ging schon in der ersten Kurve los und dann kommst du nicht mehr rum. Wieder überholen, innen. Nee, kann er knicken, Alter, einfach zu hier. Aber jetzt kommt er. Er hat DRS und Windschatten. Komm hier mal ran da vorne an die Boys. Was jetzt viel spannender ist. Reifenverschleiß. Ich werde langsamer. 1,484 Sekunden waren das jetzt Unterschied. Das ist abnormal, ne? Was du da Zeit verlieren kannst. Schade. Komm nicht mit Vollgas rum. Aber dafür bin ich jetzt eben hier langsamer und komme dann wieder schneller raus. Probieren wir es nochmal. So. Fett und jetzt hau ich ihn ab. Und jetzt muss ich mal die Schikane fressen. Komm. Aber gut. Trotzdem 3 Zehntel langsamer als in der besten Zeit, ne? 3,38. Ich weiß nicht, ob ich da rankomme, Leute. Ich habe keine Ahnung. Weil ich jetzt auch nicht schneller bin als er. Mir fehlt Windschatten. Ich muss noch mal einen vorlassen am besten. Ah, dieser Flügelwechsel, ne? Das war schon so ein entscheidender Punkt. Zumindest in Eriksen bin ich ein bisschen weggefahren jetzt.
Ein bisschen, nicht viel, aber ein bisschen. Nur doch Standard zurück. Ansonsten hält man Sprit nicht, glaube ich. Weiß es nicht. So, in der 12. Sehr gut. Ja, ja, mache ich ja. Hoffe ich. Na, dafür, dass wir keinen Stopp mehr machen, ist meine Platzierung aber beschissen. Aber ich muss ja jetzt peitschen, pushen ohne Ende, dass wir nochmal rankommen. Wieder zu 13, zu langsam. Wäre geil, wenn da ein paar mit M-Reifen rumpeitschen würden. Das macht keiner, ne? Och, meine Reifen, ach du Scheiße. Ja, wenn ich jetzt nicht in den nächsten ein, zwei Runden was überhole, hole ich auch nichts mehr, komme ich da nicht ran. Weil in der letzten Runde, da muss ich dann schon richtig aufpassen auf meine Reifen. Wir haben eine Sekunde aufgeholt. Vielleicht bremsen die sich noch ein bisschen aus, wäre geil. Ja, war gut. Und 2,4 waren es. Das sind es jetzt 2,3, ne? Hält nochmal vielleicht. In der Halligalli-Schikane. Dann kann ich eigentlich auch schon auf Fett stellen. Weil später kann ich es eh nicht mehr gebrauchen. Ah, ein bisschen zu viel Gas gegeben oder zu lang. Es ist halt wirklich schwer. Auf Meister ist halt wirklich so ein Flügelwechsel ist dann schon tödlich. Ich bin ja froh, dass ich überhaupt meinen Platz halten kann noch. Also, ja gut, den, ich habe es beim letzten Rennen auch gesagt, den halte ich. Und dann war doch nichts zu holen. Ich hab momentan tangiere ich so ein bisschen zu der Panik, dass meine Reifen platzen. Oder wenn die nicht platzen, dass sie dann zumindest noch Zeit verlieren. Es müsste vorne schon irgendwas explodieren, dass ich hier weiterkomme. Da werden welche überrundet, so wie es aussieht. Oder geben die sich dann einen Riss? Die geben sich einen Riss. Habe ich ein bisschen aufgeholt? Jo! Nee, habe ich nicht. Oben habe ich eben verlesen, 1,4 dachte ich eben. Nein, nein, Blödsinn. Komm, jetzt nochmal, komm. Bisschen spät angeflinkt. Oh, 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 das war richtig gut. Ihr seht dann, ne, dass man da Zeiten rausholen kann. Aber ich komm, es reicht nicht. Jetzt bin ich zu spitz eingefahren, ne? Ich dachte, ich komme irgendwie noch ran, aber... Scheiße. Ach, ärgerlich. Perez, Junge, machst mich nass. Und der andere ist ihm auch weggefahren, der vor Perez ist. Bin ich doch schon bald in Schlagdistanz, oder? Für DRS. Ja, fast.
Aber meine Kurven werden auch immer ausgiebiger. Also ich komme nicht mehr so schön rum wie am Anfang. Ist klar, meine Reifen machen jetzt langsam den Laden zu. Reicht noch nicht ganz. 1,3 Sekunden. Jetzt, vielleicht schaffe ich es noch. Echt, auf die Reifen gucke ich gar nicht, Leute. Die ignoriere ich jetzt. Es ändert sich eh nichts, weil ich werde so oder so Letzter. Wenn sie platzen, werde ich auch Letzter. Ich bin in DRS-Reichweite. Bombe, Bombe. Auf der Geraden jetzt. Oh, fett. Servus. Nimm die ganzen Dinger noch mit. Fürs Publikum. Noch ein bisschen was machen. Na? Boah, komm hier ran hier an den Bock. Fahr fett zu Ende, ne? Wollen wir Reifen gucken gehen jetzt? Fett reicht, ne? Ja. Okay. Oh, das geht aber noch. Ich habe gedacht, da steht jetzt eine 70 oder sowas. Oder eine saubere 60. Jetzt steht die 60 da. Das geht noch. Das finde ich noch in Ordnung. So, dann knallen wir noch mal einen raus. Okay, Reifen sind fit. Die letzte Runde des Rennens. Leider 4 Sekunden Abstand auf den 7. Platz. Das war mit dem Boxencrash oder mit dem Flügelcrash halt leider nicht machbar. Ne? Das ist halt ärgerlich. Geil. Wer? Hamilton ist raus. Ich musste eben, bin falsch gebremst. Wird nochmal richtig heiß auf der Geraden. Bin Siebter. Wir haben nur noch Benzin für eine Runde. Ach, der Mund. Alles gut. Der Perez wird mich überholen in der Geraden. Er hat sich verbremst. Er hat sich verbremst. Das ist ja geil. Ich bin jetzt nur meine Ideallinie gefahren, das kann nicht an mir gelegen haben eben. Definitiv nicht. Ich fahre lieber vorsichtig jetzt. Mit den Reifen trotzdem, obwohl die fit sind. Jo, 6 Sekunden, alles klar. Wer war denn da vor uns? War das Hamilton dann? Nee, Ricardo war die ganze Zeit vor uns. Oh, ist er wieder dran gekommen? Im Mund. Alles cool. Geiles Rennen. Richtig geil. Hat richtig Bock gemacht. Schade mit dem einen Crash, ne? Schade mit dem Crash. Da wären noch mehr drin gewesen. Scheint mir doch ein bisschen zu liegen, wenn ich eben diese erste Schikane richtig nehme, ne? Diese schnelle Links-Rechts-Geschichte. Stefan, was war der Schlüssel zu diesem Erfolg? Die Strategie hat den Unterschied ausgemacht. Man hat gesehen, dass sie an ihrer Boxenstrategie gearbeitet haben, um jeden Spin zu optimieren und ihre Reifen optimal zu nutzen. Das zeigt, dass bei diesem Spiel. War auch, glaube ich, die richtige Entscheidung, früh reinzugehen, ne? Dabei muss der Fahrer natürlich auch gelobt werden. Schließlich helfen dir die besten Abläufe hinter die Kulissen nichts, wenn du keinen talentierten Fahrer hast. Wenn ich das sage, kommen und die haben echt gehalten, die Soften. Was ein Glück. Um ihre Trophäen entgegenzunehmen. Nach diesem hervorragenden Rennen, Mercedes kommt wieder. Sie noch mehr Silber nach Brackley mitnehmen. Nice, nice. Oh, wie der guckt.
sind die fertig. Sehen wir uns nun die Fahrer. So. Ein gutes Resultat für Nico Rosberg, der seine Führung 6 fette Welt, Punkte, Kinder. Weiter ausbauen kann. Stefan, ich würde gerne von dir wissen, wer dein Fahrer des Tages war. Heute entscheide ich mich für Nico Rosberg. Das war vielleicht eines der besten Rennen in dieser Saison, wirklich sehr beeindruckend. Und so sieht es in der 20 Sekunden plus Abstand, das ist nicht so viel. Doch, ist es, aber wenn ich überlege, dass ich 10 Sekunden muss allein schon wegen den Dingen drauf rechnen, ne? Wegen dem Flügel. Gut, den habe ich mir selber abgefahren. Ich bin selber schuld, ich war ja zwischenzeitlich 4. oder 5. Auch noch gut zurückgekommen, trotz diesen Fehlers. Schade, für die Bestzeit hat es nicht gereicht. Da waren 4 Leute schneller. Ne, der erste, der Rosberg war schneller. Der Bottas war schneller. Der Vettel war schneller. Ja. Die 3. Und vielleicht der Hamilton sogar noch da unten, hä? Wo ist denn Hamilton? Yo, der ist 1,41,65 gefahren. Alter Falter. Ne, 6,5 bin ich auch gefahren. 1,41,65. Oder 0,65? 1,65, genau, der ist schneller. Okay. Gut, in Ordnung, Leute, hat Spaß gemacht. Bis zum nächsten Mal, würde ich sagen. Wir sehen uns. Macht's gut. Ciao, ciao, euer Baggy.